So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video wollen wir uns mal mit Containern in C++ auseinandersetzen. Und zwar möchte ich hier den Containertyp Vektor vorstellen. Bei Vektor handelt es sich im Übrigen um eine sogenannte Template-Klasse. Template-Klasse bedeutet, ich kann hier bei der Instanzierung eines Vektorobjekts kann ich hier mit diesen spitz zulaufenden Klammern kann ich hier festlegen, für was für einen Datentyp ich diesen Container erzeugen möchte. Hier kommt dann einfach der Name, den ein solches Containerobjekt des Typs Vektor haben soll. Ich kann hier natürlich auch mehrere solcher Objekte erzeugen, also noch zum Beispiel den Name 2. Das ist also alles möglich. Und hier, wie gesagt, der Datentyp, für den ich diesen Container erzeugen möchte. Was ist denn jetzt eigentlich ein Container? Ein Container können Sie sich vereinfacht vorstellen wie ein Array. Array, gerade hier nochmal, können Sie sich verbildlicht vorstellen wie ein Regal. In diesem Regal haben Sie lauter Gefächer. So, in diesem Fall hier 5 Stück. Und jetzt können Sie über einen sogenannten Index, können Sie dann hier die einzelnen Gefächer ansteuern und können hier entsprechend etwas ablegen, je nachdem, was für einen Datentyp das Array besitzt. Das Problem des Arrays ist jetzt folgendes, und zwar ein Array ist leider nicht dynamisch. Das bedeutet, wenn ich ein Array verwenden möchte, dann muss ich schon vorab wissen, für welche Größe ich dieses Array aufbauen möchte. Also wie viel ich überhaupt brauche, wie viel beispielsweise in Anführungszeichen, wie viele Gefächer ich hier überhaupt benötige. Beispielsweise vom Typ Int, vom Typ Integer. So, wenn ich das nicht weiß, kann ich es vergessen. Jetzt stellen wir uns vor, wir wollen ein Programm realisieren, welches eine Simulation durchführen soll, also welches etwas berechnen soll. Und bei dieser Berechnung entstehen Zwischenwerte, es entstehen Zwischenergebnisse, und diese Zwischenwerte, die wollen wir auffangen. Das Problem, was wir jetzt haben, wir wissen nicht, wie viele Zwischenwerte hier jeweils bei den verschiedenen Berechnungen resultieren können. Das können mal 100 sein, das können auch mal nur 10 sein, das können aber auch 1000 sein. So, in diesem Fall wäre natürlich ein Array schon mal zu verwenden, beispielsweise das Typ Flat, für Fließkommazahlen. So, wohlgemerkt, von 4 Byte können wir da Fließkommazahlen ablegen. Problem ist jetzt, ein Array kann ich vergessen, weil ich weiß nie die genaue Anzahl. Wir könnten jetzt tricksen und könnten sagen, okay, ich lege mir standardmäßig in dem Fall ein Array an, welches 10.000 dieser Datentypen, dieser Felder hier vom Typ Flat aufnehmen kann. So, vollkommen egal, wie viele Zwischenergebnisse jetzt resultieren. Selbst wenn auch nur 10 resultieren oder nur 100 oder nur 1000, ich reserviere permanent 10.000 Fächer, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil ich sage, mit 10.000 Zwischenergebnissen, mit einer solchen Speicherreservierung, kann ich schon mal die meisten Sachen abdecken, als Beispiel. So, das Problem ist, das wäre natürlich Speicherverschwendung, weil das wären in diesem Fall dann schon mal 40 Kilobyte etwa, die ich dann umsonst verschwendet hätte. In der Informatik gibt es eine goldene Regel, und zwar ein Algorithmus bzw. ein Programm sollte immer möglichst effizient sein. Effizient bedeutet, es sollte schnellstmöglich ablaufen, nur wenig Rechenleistung benötigen, und es sollte natürlich wenig Speicher verzehren. Die Variante, die wir jetzt hier zum Beispiel uns ausgedacht haben, dass wir dann permanent 10.000 Speicherplätze hier vom Typ Flat, oder vielleicht sogar noch mehr reservieren,
Das ist natürlich reine Speicherverschwendung. Ne? In Anbetracht der Tatsache, dass hier vielleicht nur nachher 100 benötigt werden können. Und jetzt kommt ein sogenannter Container, in diesem Fall der Containertyp Vektor, um den es jetzt in diesem Video geht, der kommt jetzt ins Spiel. Den können Sie sich auch vorstellen wie ein Array, vereinfacht wohlgemerkt. Ne? Vereinfacht vorstellen wie ein Array, nur dass ich dieses Array hier, dass ich das dynamisch festlegen kann. Ich kann also zur Laufzeit festlegen, für wie viel Datentypen dieser Vektor, also wie viele Datenplätze hier zugeordnet werden. Ne? Und zwar kann ich hiermit einen leeren Container erzeugen. Ne? Das wäre also in diesem Fall, ich habe hier schon was geschrieben, so, beispielsweise hier kommt dann einfach hinein Flood, ne? Also vom Datentyp Flood, das ist ein Beispiel. So, jetzt kann ich hier einen leeren Container erzeugen, das würde dann so aussehen. Ne? So. Oder ein leerer Container im Übrigen wäre, dass ich hier einfach meine Objekte, meine Zwischenergebnisse in diesem Fall, meine Zwischenwerte hier einfach zuordne. Ne? Und je nachdem, was ich da zuordne, wird immer Speicher reserviert. Das heißt also, wenn ich jetzt hier einen Zwischenwert zuordne, nur dann wird beispielsweise hier ein solches Speicherfeld hier reserviert. Ordne ich einen zweiten zu, wird ein zweites reserviert. Ordne ich einen dritten Zwischenwert zu, wird ein drittes reserviert. Das heißt also, es wird hier nur so viel Speicher reserviert, wie mein Programm auch benötigt. Ne? Ich kann natürlich auch direkt von Anfang an sagen, ich reserviere direkt von Anfang an eine gewisse Anzahl an Speicherplätzen. Das mache ich dann mit einem Parameter, indem ich hier in Klammer dann die Anzahl n an Speicherplätzen hinschreibe, die ich direkt von Anfang an reservieren möchte. Das kann man da machen, wie man lustig ist. Besser ist natürlich die Variante, da wird nur so viel wirklich reserviert, wie das Programm auch wirklich braucht. So, wir gehen direkt ans Eingemachte. Ich befinde mich jetzt hier im Compiler Dev C++. So, so, das schläge ich hier hin. So. Als erstes müssen wir ein bisschen was einbinden. Also machen wir das mal gerade. Als erstes brauche ich Eostream, dass ich auch was ausgeben kann auf dem Bildschirm. Und dann brauchen wir noch Vektor. Den binde ich auch mit ein. Und dann binde ich auch noch ein die Bibliothek Algorithm. So. Standard. So, den Namespace Standard bin ich hier ein, damit ich nicht hier immer bei Eostream für alles dieses Standard hier hinsetzen muss. Die Bibliothek Algorithmus können Sie ja auch in der Dokumentation mal nachschauen. Ich werde jetzt hier nur wenige dieser Funktionen zeigen, mal schauen. Hier finden Sie entsprechende Funktionen für die Manipulation beispielsweise von Containerobjekten wie beispielsweise vom Vektor. So, wir machen das Ganze mal ganz einfach. Als erstes brauche ich mir eine Main-Funktion. Die brauchen wir als allererstes. Da. So, dann mache ich mir hier System-Pause hinein. Das mache ich, das schreibe ich hier, damit mein Fensterchen, welches da dann aufgeht, dass das dann nicht gleich wieder verschwindet, weil ich möchte ja lesen, was da steht. So, und jetzt machen wir mal ein Beispiel. Jetzt erzeugen wir mal was ganz Simples. Wir erzeugen als erstes mal eine Containerobjekt für den Datentyp Integer, was ganz Simples. Vektor. Wir schreiben also hier den Namen der Klasse. So wird das generell bei allen Template-Klassen gemacht. Da machen wir hier in Spitzklammern den Datentyp, für den wir diese, mit dem wir diese Klasse binden möchten, beziehungsweise ein Objekt dann hier erzeugen möchten. Und hier schreibe ich dann zum Beispiel einen Namen für den Container. Ich nenne ihn einfach mal Objekt, was ganz Simples. So, das war's schon. Ja?
Die ist jetzt ein leerer Container. Das bedeutet, hier wird jetzt nur ein Integer-Speicherplatz, ne, in diesem Fall auch 4 Byte, wird reserviert, sofern ich hier ein Objekt zuordne. Ne. Wenn ich 2 zuordne, werden 8 Byte reserviert. Ordne ich 3 zu, werden 12 reserviert. Also nur so viel, wie ich auch wirklich brauche. So. Jetzt bauen wir uns eine Schleife. Und diese Schleife hat den Auftrag, einfach mal diesen Container hier mit Elementen zu füllen, also einfach mit ganz normalen ganzen Zahlen, positiven ganzen Zahlen. So, und zwar mit 50 Stück, 0 bis 50. So. Und dann macht man das ganz einfach. Wir schreiben dann hier den Namen unseres Containers. Dann können Sie hier natürlich einen Namen hinsetzen, wie Sie wollen. Sie können hier auch, wie Sie es bei normalen Variablen gewöhnt sind, auch mit Kommata getrennt mehrere Objekte instanzieren. Genauso wie Sie es auch bei normalen Klassen kennen. Wir schreiben hier Objekt, in diesem Fall Punkt Pushback. Pushback. Mit Hilfe der Methode Pushback ordnen Sie ein Element hier zu. Ne? So, mit Pushback können Sie natürlich entsprechend, je nach dem, was Sie hier für einen Datentyp gewählt haben, können Sie hier natürlich auch die Objekte von selbstdefinierten Datentypen, also von Klassen zuordnen, wenn wir gleich auch noch ein Beispiel machen. In diesem Fall schreibe ich einfach i hinein, ne, also hier für die Zähler, für diese Laufvariable besser gesagt. So, das ist das. Und jetzt wollen wir was ganz Simples machen, und zwar möchte ich, dass diese Werte jetzt auch auf dem Bildschirm zusätzlich ausgegeben werden, weil noch haben wir ja nur die Werte zugeordnet. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 zeige ich Ihnen. Wir machen hier wieder das Ganze so. I kleiner, so, bam, 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 bam. Objekt, hoppla, Punkt, Seits. Beziehungsweise das Ganze erhöhen. Sie sehen hier schon die nächste Methode, die ich hier aufrufen kann. Ich kann, wie gesagt, mit Pushback kann ich Elemente zuordnen, und mit Hilfe der Methode Sides bekomme ich die aktuelle Größe angezeigt, die mein Objekt, mein Container besitzt. Ne? Je nachdem, wie viele Elemente Sie zugeordnet haben, haben Sie 2 zugeordnet, haben Sie die Größe 2, haben Sie 3 zugeordnet, Größe 3. Ne? So, das ist die Möglichkeit, und dann gehen Sie einfach hin. Wollen wir, dass das Ganze auf dem Bildschirm ausgehen wird. Da können Sie das, so wie Sie es vom normalen Array gewöhnt sind, dass Sie einfach einen Index angeben, den Index-Operator verwenden, also in diesem Fall Objekt, rechteckige Klammer auf, i, also die Laufvariable von der Schleife, rechteckige Klammer zu, hoppla, das war nicht so gut, so. Und wenn jetzt alles funktioniert, jawohl, ja, dann bekommen wir das Ganze hier ausgegeben. Das sind jetzt die Elemente, die in unserem Container drin sind. Ne? Von 0 bis 49, also 50 Stück. So. Alles schön und gut. Ne? Jetzt kommen wir zum Beispiel auf die Idee, das mache ich jetzt, beziehungsweise ich zeige Ihnen gerade noch die andere Variante, wie Sie das hier darstellen können. Und zwar die andere Variante ist die, dass Sie das Ganze über einen sogenannten Iterator machen können. Iterator können Sie sich in diesem Fall vorstellen, das ist wie eine Art Zeiger, mit dem Sie hier entsprechend springen können. So, und zwar muss der Iterator natürlich speziell hier für diesen Typ des Containers, ne, also hier auch für den Typ Int gedacht sein. Da schreiben Sie ganz einfach Vektor, hier wieder in Spitzklammern schreiben wir hier Int, Spitzklammer zu, dann hier 2 Doppelpunkte und dann Iterator. Ne? Und dann schreiben Sie hier einfach den Namen, ne, den der Iterator haben soll. So, wir nennen ihn einfach mal Iter. Hier können Sie natürlich auch, wie Sie es gewohnt sind, bei normalen Variablen oder bei Klassen und so weiter, wenn Sie da Objekte instanzieren, dass Sie hier auch mehrere Iteratoren erzeugen können, indem Sie diese mit Kommata trennen und dann hinschreiben. Geht auch. So, da muss ich die Schleife ein bisschen
ändern. Das hier mache ich auch weg. Und zwar schreiben wir dann hier in die Schleife einfach iter ist gleich. Jetzt schreiben wir hier den Namen des Containers, Objekt. Und da kommt die nächste Methode, die Sie da haben, nämlich die Methode beginn. Wenn Sie die Methode beginn auf Ihren Container anwenden, dann liefert die Ihnen einen Iterator auf den Anfang des Containers, in diesem Fall also auf das Element 0 zurück. So, dann schreiben wir hier, solange wie iter ungleich Objekt.end ist, dabei ist end auch eine Methode, die Sie aufrufen können, und end liefert Ihnen auch einen Iterator zurück, aber diesmal einen Iterator auf das Ende Ihres Containers. Und jetzt kommt das Interessante, Sie können diesen Iterator auch hier dekrementieren, also dass er jeweils immer um 1 erhöht wird. Ne? Das ist auch möglich. Ne? So, wie gesagt, das ist so eine Art Zeiger, die Sie hier haben, mit dem Sie springen können. Hier schreiben wir dann wieder Code und diesmal schreiben wir hier Sternchen Ita. Ne? Hoppla. Ne? Also im Prinzip der Dereferenzierungsoperator. Endl. So. Und sofern jetzt alles gut geht und ich mich nicht irgendwo verschrieben habe, müsste das Ganze jetzt auch wieder die gleiche Ausgabe, jawohl, die gleiche Ausgabe wie eben schon, also dass hier einfach die Elemente entsprechend ausgegeben werden. Das ist auch diese Möglichkeit, die Sie hier verwenden können. Ne? So. Gehen wir dazwischen mal hin. Jetzt haben wir diesem Container Elemente zugeordnet zwischen 0 und 50, beziehungsweise 0 bis 49, insgesamt 50 Elemente. So, jetzt könnte es ja möglich sein, dass ich sage, ich möchte jetzt Elemente, die beispielsweise eine gewisse Bedingung erfüllen. Ne? Ich mache ein Beispiel. Ne? Wir erzeugen uns hier einfach eine Funktion mit dem Daten, mit dem Rückgabetyp bool. Müssen Sie sich merken, mit dem Rückgabetyp bool. Diese Funktion muss in diesem Fall, was ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, muss in der Lage sein, einen Wahrheitswert, wahr oder falsch, zurückzuliefern. So, die Funktion nennen wir einfach, der einfache Teil war f. Ja, das ist ganz einfach. So, diese Funktion muss als Argument, muss sie eben in der Lage sein, ein Element ihres Containers entgegenzunehmen. Also je nachdem, was für einen Datentyp Sie haben, müssen Sie das hier mit verarbeiten, beziehungsweise wenn Sie natürlich eine Klasse, ein Objekt einer selbstdefinierten Klasse hier mit als Argument übergeben müssen, dann wäre es natürlich ratsam, das Ganze hier als mit Hilfe eines Zeigers oder mit Hilfe einer Referenz das Ganze zu übergeben, um den Speicher zu schonen und um die Lese- und Schreibzugriffe, die es da zusätzlich dann gibt, wenn Sie es nicht machen, zu ersparen. Ne? Das kann die Effizienz Ihres Programms steigern. So, in diesem Fall haben wir den Datentyp int. Ne? Mache ich also ganz einfach int x. So. So, das ist eine ganz simple Funktion, die soll nichts anderes machen als return beispielsweise x größer 10. So, return x größer 10. Das bedeutet, wenn das Argument, was jetzt an diese Funktion hier übergeben wird, größer ist als 10, dann liefert sie als Rückgabewert wahr. So, und dann können wir Folgendes machen. Da brauche ich jetzt einen zweiten Iterator. Den nenne ich jetzt einfach iter 2. Iter 2 schreibe ich jetzt hier hin, ist gleich. Jetzt verwende ich hier diese Bibliothek-Algorithmus. Und da gibt es eine Funktion, die nennt sich remove_if. Remove_if dient dazu, Elemente zu entfernen. Ne? Allerdings muss man das in Kombination später noch mit der, werde ich Ihnen auch gleich zeigen, mit der Funktion erase ausführen. Und zwar
bekommt RemorphIF den Anfang ihres Containers übermittelt, also ein Iterator auf das Anfangselement. Das machen Sie ganz einfach, Objekt.begin. Ne? Sie können natürlich auch, wenn es Ihnen zu viel Schreibarbeit ist, hier entsprechende Iteratoren noch erzeugen für Anfang und für Ende und können dem hier diese Methode einfach zuordnen, also den Iterator, den die Methode ja zurückliefert. Dann bräuchten Sie hier nur hinzuschreiben, Start oder Ende und so weiter. Ich mache es jetzt halt so. Ne? Hier schreiben wir Objekt.end. Das heißt also, Sie müssen dieser Funktion als erstes mal den Anfang Ihres Containers mitteilen, das Ende Ihres Containers, und dann bekommt die Funktion zusätzlich eine andere Funktion, ne, in diesem Fall hier unsere kleine Funktion f. Die bekommen Sie einfach übergeben, und zwar einfach hier nur der Name dieser Funktion, mehr nicht, nur der Name. Ne? Also nur f, ne, sonst nichts, da machen wir das Ganze hier dicht. So. Die Funktion RemorphIF macht jetzt Folgendes. Sie geht jetzt durch diese einzelnen Elemente durch, so wie wir es hier unten schon bei der Schleife kennengelernt haben, geht die durch und überprüft die Elemente, ob sie diese Funktion hier erfüllen. Das heißt also, sie setzt die einzelnen Elemente in diese Funktion hier ein, schaut, ob diese Funktion erfüllt ist, sprich, ob sie wahr zurückliefert. Wenn sie wahr ist, werden sie markiert. So, diese Funktion markiert diese Objekte bzw. Elemente und liefert einen Iterator auf den Anfang, ne, das ersten Element zurück, auf den diese Funktion hier wahr ist. Und dann kann ich später, wenn ich jetzt hier hinschreibe Objekt.arrays, ist die nächste Methode, die Sie auf Ihren Container aufführen können, wenn ich dem jetzt Arrays muss immer zwei Argumente oder kann auch ein Argument entgegennehmen. Sie können zum Beispiel das Ganze mit zwei Argumenten machen, das heißt also den Anfang, ne, einen Anfangsbereich, einen Iterator auf ein entsprechendes Element, ne, und dann einen Iterator auf ein anderes. Und dann wird zwischen diesen beiden wird dann alles gelöscht. Dann werden die Elemente aus dem Container rausgemacht. Mit der Speicherverwaltung, das macht auch hier diese Vektorklasse macht das automatisch. In diesem Fall bekommt Arrays, um jetzt alle Elemente, wir wollen jetzt mit dieser Programmierung alle Elemente, die größer sind als 10, aus diesem Container entfernen. Das Interessante ist, auf die Art und Weise wird die Reihenfolge der Elemente wird nicht verändert. Ne? Wenn Sie also das Ganze so sortieren wollen, ohne die Reihenfolge der einzelnen Elemente zu verändern, können Sie es so machen. Als erstes schreiben wir hier also Iter 2. Und dann schreiben wir einfach das Ende unseres Containers, also in diesem Fall Objekt.end. Ja? Wieder unsere Funktion. So, hier wird natürlich wieder alles ausgegeben und dann sehen wir hier auch gleich die Veränderung. Wenn ich mich jetzt nicht verschrieben habe und alles funktioniert, ja, dann sehen Sie hier, dann werden hier natürlich jetzt nur die Zahlen von 0 bis 10 ausgegeben, weil alles andere, was jetzt hier gekommen wäre, wäre ja entsprechend größer als 10, ne, hat also diese Funktion hier erfüllt und ist dann markiert worden. Das heißt, Sie müssen sich das dann so vorstellen, dass hier dann von 11 an, dass zum Beispiel Iter 2 auf 11 gezeigt hat, als Beispiel, und dann wurde mit Arrays bis zum Ende alles weggemacht. Ne? So. Es gibt zum Beispiel, wo ich es Ihnen noch besser zeigen kann, gibt es noch von dieser Klasse Algorithmus, gibt es noch eine Funktion, die nennt sich Random Shuffle. Hoppala. So. Diese Funktion macht Folgendes. Sie bekommt den Anfang und das Ende. Na? Unseres Containers wieder mitgeteilt, also Objekt.begin und Objekt.end. Ne? So. Und dann werden die Elemente, in diesem Fall waren sie eine Reihenfolge von, also als erstes das immer die kleineren, dann die größeren, also von 0 bis 50, die werden dann entsprechend zufallsmäßig gemischt. Dann kann ich Ihnen hier den Effekt noch besser zeigen. Das führen wir aus. Und dann sind wir hier. So.
Hier ist jetzt so, dass jetzt hier wirklich nur alle Zahlen entsprechend hier aufgeführt sind, die in diesem Fall natürlich kleiner sind als 10, weil die Elemente, die Zahlen, die größer sind als 10, sind ja rausgekickt worden. Das Interessante ist, über diese Methode hier, indem Sie es hier mit Remove If und Erase löschen, wird die Reihenfolge nicht verändert. Sie sehen hier, diese Elemente sind jetzt nicht der Größe nach sortiert, sondern die sind jetzt so in ihrer Reihenfolge, wie sie vorher in der Anfangsliste drin gestanden haben, sind jetzt hier noch enthalten. Ne? Ich kann Ihnen empfehlen, schauen Sie sich mal hier die Dokumentation der Klasse, der Bibliothek Algorithmus an. Da gibt es noch mehr nützliche Funktionen. Das können Sie hier machen. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, mache ich das hier nochmal weg. Das lasse ich mal so stehen. So, jetzt könnte es ja möglich sein, das mache ich auch nochmal weg. Es könnte es ja möglich sein, dass Sie zum Beispiel eine Klasse erzeugt haben. Ne? So, wir haben eine Klasse. Wie nennen wir die Klasse? Bla bla bla. Die nennen wir einfach Versuch. Das ist jetzt unsere Klasse. So nennen wir die. So. Unsere Klasse Versuch. Die hat. Was ganz Einfaches. Sie hat einen Konstruktor. Und dieser Konstruktor, der setzt standardmäßig, setzt der ein Value. Setzt da auf 0. Das war's hier schon, beziehungsweise nur ein Destruktor. Der Destruktor ist leer. Und dann mache ich noch hier eine Methode, die nennt sich int.get. Die gibt uns ganz einfach den Inhalt von Value zurück. Und ich mache noch eine, die nenne ich void. Den kann ich hier konstant machen, weil sie das nicht, weil sie Value nicht verändert. Dann mache ich noch eine void. Die nenne ich set. Set übernimmt ein Argument int x und die macht einfach Folgendes: die setzt das Value auf x. So, das ist das. Und dann brauchen wir hier natürlich noch, ein Value. So. Das ist unsere simple Funktion, unsere simple Klasse. Das speichere ich mal ab. Dann ist sie hier im Klassenbrowser schon mal. Und die kann ich jetzt hier natürlich auch als Datentyp angeben, indem ich hier da einfach Versuch hineinschreibe. Also den Namen unserer Klasse, unseres neuen Datentyps. Sie können hier natürlich auch Datentyp Char verwenden. Sie können den Datentyp String verwenden, wenn Sie die entsprechende Bibliothek, die Klasse String einbinden hier. Können Sie das hier auch verwenden, das ist alles möglich. So, in diesem Fall haben wir jetzt einen Container, der in der Lage ist, entsprechende Objekte von Versuch entgegenzunehmen. Beachten Sie hier, dass die Objekte, die Sie hiermit erzeugen, immer die Größe haben der entsprechenden Eigenschaften. In diesem Fall haben wir nur eine Eigenschaft namens Value, die ist hier 4 Byte groß. Entsprechend ist jedes Objekt vom Typ Versuch 4 Byte groß. Wenn Sie hier natürlich 5 Integer-Variablen hätten, dann wäre jedes Objekt vom Typ Versuch 20 Byte groß. Ne? Müssen Sie immer beachten. So, diese wollen wir jetzt auch mal füllen. Das machen wir ganz einfach. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir brauchen eine Schleife wieder. I ist gleich 0 und solange i kleiner ist als 50, wir machen wieder 50 Elemente, soll das immer erhöht werden. Dann mache ich hier Objekt.push. Stopp, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar muss ich jetzt natürlich erstmal, brauche ich Folgendes. Und zwar, ich brauche einen Zeige. Den mache ich mal 0 zu. So, und zwar muss jetzt diesem Zeiger hier immer New Versuch angeordnet werden. Jetzt hätte ich natürlich, das mache ich mir einfacher hier. Das hier mache ich wieder weg. Das mache ich mir einfacher. Ich überlade einfach den Konstruktor, dass er mir hier entsprechend Value
entsprechend hier zuordnet. So, dann kann ich es nämlich gleich hier hineinschreiben. So, dann mache ich hier einfach diese Zählervariable hier. Quatsch, die Laufvariable von der Schleife mache ich hier einfach rein. Und dann gehe ich einfach hin und mache hier Objekt.pushback. Pushback. So. Und Pushback bekommt jetzt diesen Zeiger, natürlich mit dem Dereferenzierungsoperator natürlich übergeben, weil wir haben ja den Container hier für ein Objekt des Typs Versuch ausgelegt. Aus diesem Grund muss ich hier auch ein Objekt vom Typ Versuch hineinsetzen, nicht einen Zeiger. Aus dem Grund muss ich das hier dereferenzieren mit dem Sternchen. So, gerade nochmal nachschauen, jawohl. Das mache ich im Übrigen hier mit dem mithilfe des HAP, mithilfe des Freispeichers, weil ich muss ja hier mehrere Objekte erzeugen, muss die hier zuordnen, ne? Und das geht halt leider nicht anders. Aus diesem Grund muss ich da immer eins auf dem Freispeicher erzeugen lassen und dann hier zuordnen. So, dann machen wir das ganz einfach hier. Ich möchte jetzt, dass der Inhalt wiedergegeben wird. Sollen wir auf dem Bildschirm ausgeben werden, machen wir hier wieder mit vor int i ist gleich 0. Solange i kleiner ist als Objekt.size, ne, das können Sie also auch hier in diesem Fall aufrufen. Solange soll i erhöht werden, und was ganz Simples, und zwar sollen wir einfach hier in diesem Fall, können wir wieder machen, wie Sie es gewöhnt sind, zum Beispiel vom Array her, so mache ich das am liebsten. Na, können wir hier mit diesem Index-Operator das Ganze machen. Wir schreiben hier einfach einen Punkt hin. Und dann können wir hier auf die Methode zurückgreifen, nämlich get. Und dann bekommen wir das, weil das, also den Variablen-Inhalt hier zurückgeliefert. Das realisieren wir hier mal ganz kurz. So. Und sofern jetzt alles klappt, müssten wir jetzt den Inhalt, jawohl, hier ausgeliefert geben. Ja. Das ist also noch diese Möglichkeit. Das Ganze können wir jetzt natürlich auch, wie wir es eben schon gesehen haben, auch hier wieder mit Hilfe eines Iterators machen. Ich finde diese Variante hier aber besser. Das ist einfacher. Mit dem Iterator könnten wir es auch machen. Dann müssten wir den Iterator hier wieder dereferenzieren und müssten dann auch hier wieder mit dem Punktoperator zugreifen. Ja. Im Übrigen hier mal ganz kurz, da hätten wir es auch können so realisieren können, auch noch gerade hier zur Vervollständigung, ja, also zum Beispiel so, dass wir das Ganze direkt in die sogenannte Konstruktorliste schreiben. Der Vorteil ist, wenn wir es hier in der Konstruktorliste zuordnen, ist das effizienter, es geht schneller, ne, in der Hinsicht und nach speicherschonender, wie wenn wir es hier in der Methode machen. Das wäre also noch die Variante gewesen. Ne? So, wenn Sie Fragen zum Thema haben, können Sie die Fragen wie immer gerne über das Kommentarfeld stellen oder auch direkt über YouTube. Bei Facebook bin ich im Übrigen auch vertreten, können Sie sich auch gerne an mich wenden. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen, würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.